Hallo, euer Capo hier. Heute ein weiteres Watcher of Realms Video. Und zwar, es wurde sich schon lange gewünscht, dass ich mal ein kleines Gildenboss Guide mache. Gerade halt für Anfänger, die Leute, die jetzt gerade die Woche, sage ich mal, oder vor 2, 3 Tagen oder so angefangen haben. Und aber auch für die Midgame-Spieler, die das jetzt seit Anfang an spielen und vielleicht so noch nicht so richtig wissen, wie sie halt den Gildenboss angreifen sollen. Und zwar, wenn ihr in einer Gilde seid, fangen wir mal ganz von vorne an, habt ihr jeden Tag zweimal die Chance, einen Gildenboss anzugreifen. Den gibt es in verschiedenen Stufen. Es geht einfach normal schwer, Albtraum und so weiter. Geht Albtraum 1 bis Albtraum 4. Das erste Ziel, also ich sag mal so, die erste Hürde, die ihr in den ersten Tagen, ersten Wochen, sage ich jetzt mal, erreichen wollt, ist Albtraum 1. Liegt eigentlich nur, muss ich ganz ehrlich sagen, an dem Beschwörungsstein, den man bekommen kann. Meiner Meinung nach das Wichtigste mit hier im Spiel, dass man ja halt vernünftige Charaktere beschwören kann. Fangen wir mal von vorne an. Wenn ihr einen Drachen angreift, bekommt ihr so ein sogenanntes Drachenblut. Umso mehr ihr sammelt, umso bessere Belohnung bekommt ihr. Das ist immer in 4 Truhen unterteilt. Bei jedem Boss ist natürlich das Drachenblut, braucht ihr natürlich mehr Drachenblut, um eine Truhe zu erreichen. Das fängt ihr an mit 10, geht hoch bis 200 und dann kriegt ihr halt hier die bessere Belohnung. Die Belohnung variiert natürlich, umso höher der Drachen ist. Wenn ihr auf normal ist, die natürlich die Belohnung besser. Das ist klar. Sollte jedem auch, denke ich, klar sein, dass dann die Belohnung halt stärker ist. Zu vergleichen ist ungefähr jetzt so eine Richtlinie, damit ihr wisst, welchen Drachen ihr angreifen sollt. Also ihr sollt meiner Meinung nach mindestens einen Drachen angreifen, den die Gilde schafft, etwa komplett zu besiegen oder wenigstens, wo ihr selber sagt, ihr schafft es. Es bringt natürlich nichts, meiner Meinung nach, wenn die Gilde, ich sage mal, die komplette Gilde geht auf schwer, sage ich jetzt einfach mal, und ihr alleine geht auf Albtraum, aber die schaffen ohne deine Hilfe schwer nicht zu killen, sage ich mal. Dann macht es meiner Meinung nach, wenn ihr ein guter Teamplayer seid, keinen Sinn für euch, Albtraum zu machen. Ihr solltet als Gilde versuchen, immer den bestmöglichen Drachen, den ihr schafft, aktuell zu legen. Wenn ihr natürlich zu legen geht, wie bei uns jetzt hier Albtraum 1, könnt ihr natürlich auf Albtraum 2 gehen, das ist völlig klar. Aber Albtraum 1 sollte dann zum Beispiel in meinem Fall hier erstmal Priorität sein, dass er halt liegt. Der Vorteil ist, wenn ein Drache komplett getötet wird sozusagen, bekommt ihr immer jeden Tag dann 2 Truhen. Das heißt, ihr bekommt dann, ich sag mal, ihr habt jetzt die Truhe 2 freigeschalten, bekommt ihr das zweimal. Und zwar folgendermaßen, ihr bekommt immer 2 Belohnungen. Das heißt, die Belohnungen, die hier drinne sind, wird zufällig ausgewählt. 2 Belohnungen, das kann das Geld sein und die Energie sein, kann aber auch so ein 5-Sterne physische Kraft sein, dass ihr Leute, also eure Charaktere besser hochleveln können und die 100 Kristalle, also 100 Diamanten. Das kann auch sein, das ist völlig willkürlich. Ne? Und so bekommt ihr halt, wenn der Drache komplett gekillt ist, bekommt ihr das halt zweimal. Ihr bekommt dann insgesamt 4 Belohnungen am Tag. Ne? Und das ist wirklich eine gute Sache und sollte man nicht vernachlässigen. Deshalb ist es immer wichtig, meiner Meinung nach, so mache ich es jetzt in dem Fall, ich greife einmal Albtraum an, weil da kriege ich dann auf jeden Fall 4 Belohnungen. Also besser geht es ja wirklich nicht. Und einmal Albtraum 2 an, um da versuchen, auch eine bessere Truhe zu bekommen. Immer dran denken, es macht keinen Sinn, wenn ihr noch nicht stark genug seid für ein Level. Ich rede jetzt nur von meiner Sache. Ich war vor ein paar Tagen noch nicht so weit, Albtraum 2 zu laufen. Ich habe bei Albtraum 2 unter 460 bekommen. Beziehungsweise ganz am Anfang habe ich unter 140 Drachenblut bekommen. Das heißt, ich brauchte mindestens 2 Keys, um eine Truhe zu erreichen. Macht für mich aber keinen Sinn, weil hier die letzte Truhe, also beziehungsweise die erste Truhe, die man erreichen kann mit 140, ist schlechter ausgestattet wie die beste Truhe, die ich erreicht habe bei Albtraum. Deshalb habe ich da lieber Albtraum angegriffen, weil ich habe ja bei Albtraum 2, also Albtraum 1 angegriffen, weil ich habe bei Albtraum 2 ja noch keine Truhe geschafft. Somit macht es für mich keinen Sinn, Albtraum 2 anzugreifen. Mittlerweile bin ich so weit, ich schaffe die zweite Truhe, so ungefähr um die 500. Macht es natürlich Sinn, weil hier habe ich auch meinen legendären Beschwörungskristall drin, um das zu bekommen. Denn haben viele gesagt, Capo, wie sieht's aus? Lohnt es sich,
so eine Angriffssteine, sage ich mal, dass man halt nochmal eine Chance hat, den Drachen anzugreifen, für 200 Diamanten zu holen. Um Gottes Willen aktuell nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es nachher bei Albtraum 4 aussieht, wie da die Quote ist, was Gutes zu erreichen oder die Chance ist, wenn man jetzt hier farmen kann, kann ich so nicht sagen. Ich sag mal, die Belohnungen sind natürlich bei weitem besser, aber ich kann jetzt euch nicht sagen, wie es hier bei Albtraum 4 ist. Ich kann es nur sagen, wie es aktuell bei Albtraum 1 bzw. auch Albtraum 2 ist. Und da muss ich sagen, es lohnt sich definitiv nicht. Ihr müsst sehen, 200 Diamanten sind extrem viel. Ihr könnt für 200 Diamanten, für 60 Diamanten müsst ihr sehen, kriegt ihr 200 Energie. Also würdet ihr hier über 600 Energie bekommen, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, so 700 Energie. Da habt ihr viel mehr davon, wenn ihr eure Charaktere hochlevelt und farmt. Also meiner Meinung nach macht es dann definitiv keinen Sinn, für die 200 Diamanten anzugreifen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Lasst mich mal gerne das in den Kommentaren wissen. Und zwar, mir ist zum Beispiel aufgefallen, also mir ist so ein legendärer Beschwörungskristall bis jetzt noch nie gedroppt. Das ist eigentlich das, was ich hier erreichen will. Oder halt die Kristalle, was man, oder die Diamanten, was natürlich auch sehr gut ist zum Farmen. Oder halt die physische Kraft. Aber selbst die physische Kraft ist bei mir einmal nur gekommen bis jetzt. Kristalle habe ich schon ein paar Mal öfters bekommen, definitiv. Aber ich habe noch keinen Beschwörungskristall bekommen. Und das muss ich sagen, so oft wie ich den in der Zeit jetzt schon angegriffen habe, finde ich das echt, die Quote halt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Albtraum 2 laufe ich erst so seit 3, 4 Tagen. Von daher kann ich da jetzt noch nicht so viel sagen, weil ich jetzt auch nur die zweite Truhe bis jetzt erreicht habe. Aber selbst da habe ich noch keinen Beschwörungskristall bekommen. Also wie gesagt, zu dem Thema, lass definitiv das mit den Diamanten weg. Mach die zwei Chancen. Wie gesagt, ich mache jetzt so Albtraum 1, Albtraum 2 einmal. Jeweils einmal angreifen. So, und dann würde ich das mit euch mal durchgehen, wie ihr das machen solltet und wie ihr eure Aufstellung so ein bisschen machen solltet, um halt so das Bestmögliche aus dem Team rauszuholen. Und zwar, meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar drei Heiler mitnimmt. Finde ich, ist eine wichtige Sache, weil die halt wirklich sehr, sehr wichtig hier sind bei den Bossen. Das werde ich euch auch gleich zeigen, warum das so ist. Und zwar, ich wähle jetzt immer mein Team aus und dann zeige ich euch mal, wie man halt so ein bisschen, ja, strategisch den Drachen angehen sollte. Und zwar als erstes wichtig, lasst die Geschwindigkeit erstmal auf 1, dass ihr eure Charaktere erstmal schnell aufstellen könnt. Es bringt ja nichts, wenn ihr auf 2 anfangt, die Zeitläufe runter und dann fangt ihr an, eure Charaktere langsam zu positionieren. Was für mich jetzt am besten ist, ich setze hier außen jeweils einen Heiler, der nach innen heilt, dass ich halt hier und hier und hier die 4 Stufen. Ein, ja, je nachdem, was ihr halt für einen Damage-Dealer habt, etwa ein Zauberer, also ein Magier oder halt ein Schützen reinmacht, die halt dann wirklich den Drachen angreifen. Und dann mache ich hier vorne links und rechts jeweils noch einen Nahkämpfer, wenn man einen hat, der halt gut ist und gut Schaden macht. Das sind meine beiden hier. Und somit ist das eigentlich ein relativ gutes Team. Und die Seite, wo ihr sagt, da habe ich den schwächeren Heiler, da könnt ihr noch einen dritten Heiler vielleicht unterstützen. Das muss man halt dann immer abwägen. Dann muss man vielleicht auch einen Kämpfer weglassen, weil ja die Plätze dann nicht mehr ausreichen. So, das werden wir jetzt erstmal tun. Wir setzen erstmal den S-Bahn hier hin, Vortex hier hin. Dann machen wir die Heilerin hier rüber. So. Und dann werden wir diesen noch einsetzen. So, und jetzt kann man sich halt überlegen, ihr seht, hier kommt halt relativ viel Schaden rein, ob man sagt, ich nehme noch einen Heiler oder nicht. Und ich werde es in dem Fall, muss ich sagen, echt tun. Ich nehme noch einen Heiler und gut ist. So, was solltet ihr jetzt beachten? Jetzt haben ja eure Helden teilweise Ultis. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ihr die Phase, die gleich kommt, es kommt gleich eine Phase von den Drachen, wo ihr so eine rote Linie runterläuft. Wenn ihr es nicht schafft mit eurer normalen Stärke, das werdet ihr ja mittlerweile dann mitkriegen, diese, bevor die Leiste zu Ende ist, den Drachen so viel Schaden zuzufügen, dass die Leiste sozusagen aufgelöst wird. Wenn ihr das nicht schafft, spart euch die Ulti bis dahin auf. Und das werde ich auch machen, weil ich da immer relativ viel Probleme hatte. Damit ihr die Ultis einsetzen könnt, wenn die Phase anfängt, dass ihr halt so viel wie möglich Schaden macht. Weil wenn die Leiste abgelaufen ist und ihr habt nicht genug Schaden angerichtet, macht ihr einen ultimativen Angriff, der halt fast alle zerstört.
Und damit habt ihr halt kaum noch eine Chance, danach zu überleben. Ich werde das jetzt mal so machen, zeige ich euch gleich. Die Phase wird gleich beginnen. So, ich mache mir jetzt schon auf die Geschwindigkeit 1. Und so lange spare ich mir jetzt meine ultimativen Attacken. So, da ist er. Das ist jetzt die Phase. Der Drache lädt seine Kraft für einen schweren Angriff auf. Greife jetzt an. Und jetzt versucht ihr, oder jetzt nehmt ihr eure Ultis rein, sodass ihr halt so viel wie möglich Schaden rausholt, weil wenn ihr das runterkriegt hier, dann macht ihr keinen schweren Angriff und somit haben eure Heiler eine leichtere Chance, wieder zu heilen, weil halt der schwere Angriff nicht kommt. Und das werden wir jetzt auch tun. Genauso werde ich dann die anderen Attacken noch einsetzen, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir gucken, ob wir es schaffen. Ja, ihr seht, ich habe es gerade so geschafft. Jetzt ist er halt betäubt und jetzt könnt ihr richtig Schaden machen. Und ihr seht, ich bin jetzt schon bei über 300. Wie gesagt, letztes Mal, gestern war, glaube ich, 500 das, was ich geschafft habe. Vielleicht komme ich diesmal auch höher. Ich lasse jetzt wieder die Ulti hier, damit ich wieder halt die Möglichkeit habe, beim zweiten Mal das wieder zu schaffen und zu überleben halt, um halt wieder mit meinem Drachenblut etwas weiterzukommen und vielleicht sogar eine bessere Truhe mal schaffe zu erreichen. So, da sind wir wieder in die Phase. Jetzt setze ich wieder die Ulti ein. Ich hätte natürlich auch von Ihnen die Ulti noch sparen können. Das war jetzt mein Fehler. Hätte ich natürlich auch noch machen können. Dann hätte ich noch eine höhere Chance gehabt, natürlich das zu besiegen. Wenn ihr es natürlich schafft, so wie wenn ich jetzt Albtraum 1 angreife, da ist es mir völlig egal, weil ich genug Schaden mache, die Phase zu schaffen. Dann setzt die Ultis ein, sobald sie da sind. Also dann geht es ja einfach nur noch, dass ihr so schnell wie möglich Schaden macht, weil ihr es ja schafft, die Truhe sowieso zu bekommen, die erste Truhe. Oder macht dann einfach einen automatischen Kampf. Wenn ihr das einmal richtig gemacht habt, macht einen automatischen Kampf und dann habt ihr wirklich keine Probleme mehr. So, dann legen wir los. Und jetzt wird es nämlich eng und jetzt werde ich es bestimmt nicht schaffen. In der zweiten Phase, jetzt setze ich hier die Ultis ein, um noch ein bisschen geschützt zu werden. Und solange einer überlebt, seid ihr nicht tot. Das heißt, ihr könnt noch die, die ihr noch mit habt, einfach einsetzen, um noch Schaden mitzunehmen. Und ihr seht, einer war geschützt, der S-Bahn, und diesen könnt ihr, der ist halt noch am Leben und somit könnt ihr noch ein bisschen Schaden machen, um vielleicht doch noch mit Glück eine bessere Truhe zu erreichen. Und ihr seht, ich habe jetzt 538, das ist ungefähr so mein Level, was ich aktuell habe. Besser ist es nicht, aber ich bin zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die zweite Truhe erreicht und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich werde es auch erst ändern, das ist so der nächste Punkt, dass ich nicht mehr auf Albtraum 1 gehe, wenn ich es schaffe und wenn mein ganzer Clan das schafft, komplett die erste Truhe zu erreichen, also mit 2100 Drachenblut und aber wenn wir den Clan Boss 2, also Albtraum 2, auch komplett legen können. Dann macht es richtig Sinn und dann werde ich meine zwei Schlüssel auch hierauf verwenden und werde Albtraum 1 komplett rauslassen. So, also es ist ein relativ langes Video geworden. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, ganz wichtig nochmal, die Schlüssel lohnen sich nicht zu kaufen. Das ist so eigentlich erstmal so die wichtigste Sache. Da braucht ihr wirklich die nicht einsetzen. Wichtig ist, dass ihr am Tag eure zwei Schlüssel verwendet. Ich habe morgen die Möglichkeit, hier zwei Sachen zu bekommen. Werde jetzt gleich noch Albtraum im Automodus durchlaufen lassen, um morgen dann meine vier Belohnungen hier zu bekommen. Das heißt, ich habe insgesamt sechs Belohnungen wieder morgen. Und das ist wirklich eine super Sache. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und ein Like. Wie gesagt, lasst mir gerne in die Kommentare mal wissen, ob ihr schon einen Beschwörungsstein bekommen habt. Ich habe es noch nicht. Würde mich mal wirklich interessieren, dass man mal so ein bisschen so die Quote kennenlernt, dass ihr sagt, ich laufe den auch seit Anfang an, habe auch noch keinen bekommen. Also, dass die Quote vielleicht jetzt aktuell noch sehr niedrig ist, dass das vielleicht mal irgendwann noch gefixt wird. Lasst mich das gerne mal in die Kommentare wissen. Wenn ihr weitere Fragen zum Spiel habt und so weiter, kommt gerne bei mir im Discord. Wir sind eine relativ große Community schon und helfen uns gerne weiter. Uns macht das Spiel Spaß und wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen und hoffen auf weitere, ja, Updates, die das Spiel verbessern und so weiter. Und ja,
Wie immer, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, sehen wir uns im nächsten YouTube-Video wieder. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.